bald. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Altersarmut in Deutschland steigt von Jahr zu Jahr. Die Linke sagt, eine Politik, die dazu führt, dass immer mehr ältere Menschen sich gezwungen sehen, zu den Tafeln zu gehen oder in Mülleimern und Glascontainern nach Flaschenpfand zu suchen, das ist eine Politik der unwürdigen Zustände. Und solche unwürdigen Zustände, meine Damen und Herren, müssen dringend abgeschafft werden. Wenn die Altersarmut nicht so rasant zunehme, dann hätten im vergangenen Jahr nicht 420.000 Menschen im Rentenalter Lebensmittel von den Tafeln holen müssen. Und nach den Kriterien der Europäischen Union sind in Deutschland heute schon, Herr Weiß, liebe Union, Herr Straubinger, 18,2% der Menschen über 65 Jahren als arm zu bezeichnen. Das sind 1,3 Millionen Männer und 1,7 Millionen Frauen. Das sind heute schon 3 Millionen arme Alte. Und deswegen hat Daniela Kolbe mit dem, was sie eben gesagt hat, recht. Das sind 60 Fußballstadien voll mit armen Menschen im Alter. Und da kann ich nur sagen, liebe Union, schämen Sie sich, weil Sie tun überhaupt nichts gegen Altersarmut. Altersarmut ist kein Problem von morgen. Sie ist schon heute ein Riesenproblem. Und Altersarmut fällt nicht vom Himmel. Sie ist menschengemacht und sie hat handfeste Ursachen. Eine der wesentlichen Ursachen ist, dass SPD, Grüne und Union das Rentenniveau von 53% an in den Sinkflug geschickt haben. Heute erhalten Rentnerinnen und Rentner, alle 21 Millionen im Durchschnitt, einen Zahlbetrag von 1.000 Euro. Viele Menschen, viele Rentnerinnen und Rentner erhalten aber wesentlich weniger. Und der nächste Punkt, der Mietenwahnsinn. 860.000 Seniorenhaushalte müssen mehr als 40% ihres Nettoeinkommens für die Miete aufwenden. Und über 270.000 Rentnerinnenhaushalte beziehen deshalb Wohngeld. Und darum sage ich, wir brauchen die Mietpreisbremse nicht nur in Berlin, die brauchen wir in ganz Deutschland. Wer Wohngeld bezieht, hat aber keinen Anspruch auf Grundsicherung oder Sozialhilfe im Alter. Und die Grundsicherung im Alter, das Rentner-Hartz IV, das ist eine Summe von durchschnittlich 809 Euro. Und davon sollen Menschen Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Heizung, Warmwasser, Strom und dann auch noch das bezahlen, was Bürokratinnen und Bürokraten gesellschaftliche Teilhabe nennen und was wir hier Kaffee, Wasser, Bier, Theater, Kino, eine Fahrt mit dem Schiff auf der Spree oder auf dem Rhein nennen würden. 809 Euro. Ich weiß nicht, wie man das davon bezahlen soll. Wissen Sie es? Nein, Sie wissen es auch nicht. Und seit 2003 hat sich die Zahl der Älteren, die auf dieses Rentner-Hartz IV angewiesen sind, verdoppelt. Und nun sind das 566.000 Menschen, also 11 Fußballstadien voll mit armen Menschen. Und dazu kommt, dass, Herr Weiß, 400.000 davon eine gesetzliche Rente haben. Und deswegen kann ich nur sagen, was Sie hier vorhin vorgetragen haben, war unterkomplex. Ja, das sind nicht mal 3% aller Altersrentnerinnen und Rentner. Aber das sind in unserem reichen Land definitiv 566.000 Menschen zu viel. Und darum müssen wir jetzt dringend handeln. Und das Ausmaß dieser unwürdigen Zustände der Altersarmut ist viel größer, als uns Bundesminister Spahn, die Arbeitgeber oder Rainer Hank von der FAZ weismachen wollen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat das in seinem jüngsten Wochenbericht sehr deutlich gesagt. Die 566.000 armen Alten, die wirklich aufs Amt gehen und sich Sozialhilfe holen, sind nur 38% von denen, die eigentlich einen Anspruch hätten. Und das bedeutet, schon heute hätte eine knappe Million Menschen einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter und nimmt ihn aus vielen Gründen nicht an. Insgesamt könnten heute 1,5 Millionen Menschen einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter geltend machen. Und da sage ich, so darf man mit unseren Alten nicht umgehen. Das muss aufhören. Die Dunkelziffer ist riesengroß. Sie ist groß, weil sich viele schämen oder nicht informiert sind. Oder weil Sie die 11 Seiten Antrag Grundsicherung in Bürokratensprache nicht verstehen, weil es zu kompliziert ist. Oder weil Sie glauben, dass die Kinder das Geld, was sie vom Sozialamt erhalten, zurückzahlen müssten. Dabei müssten das nur die Kinder tun, die 100.000 Euro und mehr im Jahr verdienen. Und davon gibt es nicht so viele. Viele Menschen stellen darum keinen Antrag und sammeln stattdessen Pfandflaschen oder gehen zur Tafel. Meine Damen und Herren, schon heute rauscht
eine Welle enormer Altersarmut gut hörbar auf uns zu. Und darum sagt die Linke, unser aller Aufgabe hier im Parlament ist es, sie zu verhindern, vor allem auf der linken Seite des Hauses. Wir müssen gemeinsam mit Gewerkschaften, mit den Kirchen, den Sozialverbänden dafür sorgen, dass alle Menschen auch nach ihrem 65. Geburtstag in Würde leben können und dass ihre Rente zum Leben reicht. Die Altersarmut zu bekämpfen und für mehr sozialen Zusammenhalt zu sorgen, ist eine der wichtigsten und dringendsten Aufgaben in unserer demokratischen Gesellschaft. Ich danke Ihnen. Der Kollege Max Straubinger hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.